Es passiert nicht oft, dass Kanzlerin Merkel emotional wird. Heute, nach fast 600 Corona-Toten in 24 Stunden, ist es soweit. Sie stellt sich klar auf die Seite der Wissenschaftsakademie Leopoldina und fordert nach Weihnachten den harten Lockdown und deutlich früher in die Schulferien zu gehen. Wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Die FDP fordert stattdessen, die Strategie zu ändern und gezielt die Risikogruppen zu schützen. Vor allem aber müsse man mit unsinnigen Maßnahmen aufhören. Welche Wirkung soll beispielsweise eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens haben? Vom Gassigehen mit dem Hund um den Block geht jedenfalls keine Infektionsdynamik aus. Auf der Palme sind auch die Grünen. Noch immer fehle ein langfristiger Plan und die Pandemie sei noch lange nicht vorbei. Denn die Impfdosen, selbst wenn sie hoffentlich bald zugelassen werden, sie reichen erstmal nur für einen Bruchteil dieser Gesellschaft. Es braucht jetzt einen klaren Stufenplan. Wann kommt was? Klare gesellschaftliche Prioritäten. Von einer Ministerpräsidentenrunde zur nächsten uns zu hangeln, das kann so nicht weitergehen. Die AfD sieht in Merkels Corona-Politik den Gipfel einer so wörtlich katastrophalen Kanzlerschaft. Auch nach einem Dreivierteljahr stochern sie immer noch im Nebel und klammern sich an die untaugliche Holzhammermethode Lockdown, die mehr Kollateralschäden anrichtet als Nutzen im Kampf gegen das Coronavirus zu bringen. Zudem kritisiert die AfD, dass die Querdenkerbewegung vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Querdenker bestreiten in Teilen, dass das Virus gefährlich ist oder sogar seine Existenz. Merkel dazu in Richtung AfD. Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren. Merkels Appell ist letztlich auch eine Aufforderung an die Verantwortlichen der Länder. Kaum vorstellbar, dass sie die Worte der Kanzlerin ignorieren. Für 600 Millionen Euro vergrößern